Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mal mit dabei ist der Shirley. Weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihn ja. Könnte Das ist sein. total selten, das gab's ja noch nie. Ja, sag auch. Ja, du hast dich ja jetzt gerade schon bemerkbar gemacht. Wie schön. Ja. Ja, wir stehen hier gerade vor dem Totemstab des Lebens. Nee, um die Frucht des Lebens an uns zu nehmen. Totenstaat Und. des Lebens, aha. Nein, nur Totemstab, aber da ist die Frucht des Lebens dran. Anscheinend. Ja, da ist jetzt nicht gerade viel passiert, denn gucken, was der Herr hier für uns hat. Oh, seid gegrüßt, Fremde. Ihr habt wohl eine Frucht zu viel genascht, wenn mein Haus aus den Bäumen fällt. Hehe. Aber ich bin ein zäher Mann. Oha, ob die Kreaturen mir das auch glauben. Die kommen ja von allen Seiten, Blätterreisende. Schwerer alter Mann in Nöten. Hehe. Ja, dann verteidigen wir den Herren doch mal. Also. Willst du einen nehmen? Ja, nimm du. Tlatza Ist ja egal. verteidigen. Wir kämpfen zusammen, alt und jung, unbesiegbar. Warum brennt der so komisch? Keine Ahnung, vielleicht Das ich hatte Angst. sieht irgendwie suspekt aus. Was tut der da? Ich glaube wirklich, der hat Angst. Weißt du, kämpfen zusammen und ist dann am Rumkauern. Ja. Hörst du mich überhaupt? Ja, ne? Ja, sollte ich dich nicht hören? Keine Ahnung. Ich fahr Jetzt ist grad er wieder hoch. Der war schon fertig. Okay. umgefallen. Ja, das ist noch ein bisschen laggy. Bei mir hat es gerade wieder ein bisschen gebuggt, deshalb. Ja, man hört's. Hey, fort, ihr Viecher. Prima haben wir gekämpft, oder? Ja, vor allem du dich da zusammengekauert hast. Wie bitte? Du meinst, ich habe mich in Ängste versteckt? Ja. Das war eine Täuschungstaktik. Ich war viel zu schnell für deine Augen, aber vielleicht bin ich etwas eingerostet. Hehe. Was ein Typ, ey. Hä? Quest 1 von Fragezeichen. Okay. Ja, bei mir hat er Quest 2 von Fragezeichen jetzt Was noch. für anderen Hilfe reinigt den Geist? Was stand da noch? Überraschung von oben, 2 von Fragezeichen. Nein, der hat gerade was erzählt von bei mir. Egal, Überraschung von oben. Unser sicheres Leben in den Bäumen macht mich träge. Ich halte hier diese Stellung. So kommen die Alten noch wieder in Schwung. Hilf mir dabei, meine Festung zu bauen. Ich brauche noch Holz und Speere. Das wird so gut. Hehe. Ja, genau. Ach Gott. Toltag-Speere von Mittelländer Toltag und 12 Gianholz von Gianpalm. Ganz viele Zeichen. Ja. Grüße an Mega. Der hat mir gerade geschrieben. Ach so. Kiste. Warum leckt es denn bei mir so? Ich weiß es Hört nicht. man das? Ja, man hört es manchmal, dass du irgendwie da. Komisch. Wahrscheinlich telefoniert meine Mutter oder so, dann ist unser Internet immer ein bisschen am Abspaß. Ach, die Mutter wieder, die telefoniert. Ja. Blöd. So. Ich klau mal ein bisschen Holz. Oh, Palme weg. Ups. Hier, Oma. Oma ist dein Job. Nee, lieber nicht. Es ist gerade ein bisschen nicht, dass es zwischendrin irgendwie so verzerrt ist. Egal, lies vor. Okay. Vieles kleines Orbachslinge. Gut. Du gut gemacht, kleines Schlingel. Jetzt, ich kann gehen zurück zu Julov. Ja. Yay. Zum russischen Super Julov. oben. So, jetzt würde ich gerne wissen, wo die andere Quest war, die wir hier abgeben könnten, weil die vielen Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung. Echt, hatten wir noch eine? Ach Ja. ja. Oh Ja, Mann. wieder an der Flussschleife. Das ist ja das Ding in der Mitte. Das ist ganz schön viel rum. So. Ach, ihr seid der Botschafter Orlocks Strahlfeder.
Da ist ja das Diebesgut. Völkern zum Dank. Alles im guten Zustand. Ein Sextant ist immer praktisch und diese kostbaren Rubinreffe bringen wir später den Familien der Hinterbliebenen. Es ist eine Tradition, dass Frauen sie ihren Männern auf den Reisen immer als Talismane mitgeben. Interessant. Meine Kleidung erweckt offenbar große Aufmerksamkeit bei unseren Feinden. Ja, ist doch kein Wunder, dass er wieder aussieht. Ich brauche eine Tarnung. Meine junge Gefährtin, ich bitte dich, mir passende Blätter für ein Tarnkostüm zu suchen. Ein Tarnkostüm? Okay. Jetzt hakt das auch bei mir. Irgendwas ist jetzt heute kaputt. Hm. Hakt. Kurz warten. Komisch. Nein, und hakt immer noch, und hakt immer noch, und hakt immer noch, und... Ich lauf hin und teleportiere mich direkt. Schön. Ich sehe nichts. Moment mal eben. Kurzer Cut. So, da sind wir wieder. Hallo. Irgendwie scheint es gerade, wie gesagt, extreme Probleme zu geben. Liegt natürlich nicht an uns, nein. Oh. Niemals. Haben Baum kaputt gemacht. Yay! Ach, die Dame. Schnell schießen kannst du aber noch. Ja, das leckt nicht. Oh. Dann liest doch mal vor. Warte. Also, gleich. Also, du hast einen Totemstab gefunden, der die Wurzeln des Baums vergiftet hat. Mein Dorf liegt in diesen Bäumen. Seit wann besitzen die Tolter die Macht, die Natur zu verderben? Hat Atreia ihren Blick von uns abgewendet? Natürlich, das ist eine berechtigte Frage. Hat sie bestimmt, die Kreaturen unseres Waldes verändert. Du musst sie davon abhalten, hier weiter jagen und zu töten. Und was lässt sie nach all den Jahrhunderten, Jahrtausenden unseren Stamm angreifen? Finde den Grund dafür, Freundin. Weil das gibt ein Gold. Ganz gibt über ein Gold. Finde ich gut. Finde das Tote ja, ist gut. Das war ganz, ganz links, war die was. Das habe ich schon mal gesehen. Hm. Ach ja, stimmt, dieses kotzende Ding. Genau. Wieder. Das sich übergebene Totem. Oh, bleib. Ich komm dir nicht hinterher. Der Baum hält mich fest. Man hört's, ja. Ein Tolltagsspeer. Und noch einer. Ah. Nein. Alter, was hier los ist? Ja, Full House. Und es droppt überall. Was? Juhu! Also bei mir ist gerade die ganze Map voll mit Kistchen. Ich hab 4 Kistchen. Oh, ich hab 2, 4, 6, 7, 8. Pff, Cheater. Nein! Noch eine. Er hat das kotzende Totem gefunden. Alle fallen das Totem herunter erschlagen. Totem gefunden. Klicken und den Totenstab an dich zu nehmen. Kommt bestimmt nichts raus. Da kommt wirklich, nichts raus. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja. Das kommt wieder so ein schicker Skorpion, die vor kurzem. Nee, das wäre ja zu langweilig gewesen, wenn da jetzt nochmal einer rausgekommen wäre. Tja, vielleicht so ein Orbax hier. Pum. Und schon wieder die Palme kaputt gemacht. Ich habe jetzt 15 Speere und du?18. Okay. 19. Okay. Wenn ich ihn aufheben könnte. Ich kann ihn nicht auf... jetzt. Nummer 16. Planlos durch die Map. Siebzehn.
18, 19, 20, 21. 25. Immer droppt ihr doch schneller als mir. Naja. Wir erinnern uns an gestern. Ja, an vor ein paar Folgen. 24. 25. Wunderbar. Nee. Ich bugge mal zu der Palme. Was? Ich sagte, ich legge mich mal zu der Palme vor. Ja, das hat man gehört. Tut mir wirklich leid. Ich weiß echt nicht, was ich da gerade machen soll. Am besten fangen wir an mit Punch und Kreisrennen. So. Ja. Immer eine gute Möglichkeit. Das ist einmal auf Laufspeed skillen und dann. Genau. Ein Totem der Toltax, ja genau. Verseuch mit der Kraft der Verseucherin. Was? Verseuch mit der Kraft der Verseucherin. Okay. Kein Wunder. Versucherin. Sag ich doch. Egal, das ist eine Verseucherin. So, egal. So. Kein Wunder, dass die Kreaturen des Waldes so wütend. Das ist Nefartlis Werk. Wer ist Nefartlis? Flucht. Mann. Fluch auf den Toltag. Fluch auf ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Du bist eine wahre Freundin. Ich brauche deine Hilfe bei einer Aufgabe von großer Bedeutung. Ja, doch das noch. Errungenschaft erworben. Nefertaris dunkler Plan. Okay. Hm. Höre, Freundin. Ich floh aus dem Heiligtum Atarias. Als ich verwundet wurde, bei mir trug ich ein Artefakt. Die Göttin selbst gab es uns. Finde Atarias Frucht und bringe sie zurück, Shirley. Und töte den Feind, wo immer du ihn antriffst. Okay. Dann sucht man einen Feind. Irgendwas an Fragezeichen. Hat sich jetzt da. Hat sich aufgemacht. Jetzt haben wir erstmal ein paar Palmen. Ja. Oh, oder auch Seidenbüschchen. Hallo da. Schwupps. Was ist hier los? Ich komme nicht voran. Uah. Was ist denn jetzt wieder? Ah, hallo. was ist denn jetzt schon wieder hier? Hallo. Hallo, Leute. Ist ja gut hier. So. Geht's wieder bei dir? Nee, es geht wieder überhaupt nicht. Jetzt doch, jetzt geht's wieder. Hä? Oh, du bist tot. Was war das denn? Da ist ein böser Gift. Fleischjäger. Alter, das war jetzt aber nicht lieb von ihm. Mm-mm. Einmal angekotzt und du bist tot. Ja. Das war sehr professionell heute. Richtig Profi. Durchaus. Das läuft heute wieder richtig hier. Verbindungsprobleme, alles hakt und du rennst ein Fragezeichen vorbei. Wie? Ich laufe an Fragezeichen vorbei. An dem ganz links. Ach, so hast du da keins. Nee, da habe ich keins. Wo hab ich denn da eins? Och, Viecher. Ich will nur noch hier den letzten Baum oben erwischen, aber ich komme nicht hin. Ah, ich hab ihn. Ich hab ganz links ein Fragezeichen. Da habe ich leider definitiv keins. Das ist merkwürdig. Was ist es denn? Das ist ein Seidenbusch. Vielleicht brauche ich die einfach nicht. Ich habe da jetzt 5 von 5 und du? Seidenbusch. Seidenbüsche. Mhm. Ja, wo sind sie denn? Ja, für was brauchst du den Seidenbusch denn überhaupt? Für die Dame, glaube ich, oder? Warte mal. Moment. Handig?
Ach so, das liegt daran, dass ich hatte irgendwie eine Quest vorhin noch nicht ganz fertig. Da habe ich die neue vielleicht noch nicht angenommen. Den Gesandte der Zwerge. Mit Obsidian-Gedöns. Den Gesandte der Zwerge 7 von 8? Ja, es kann sein. Egal, ich gebe es jetzt ab und dann sammle ich auch irgendwann nach und. Ah, ich lecke wie ein. Ich versuche erstmal zu dir zu kommen. Mach das. Ich spiele heute richtig profihaft, ey. Echt wie so ein. Wie so ein. Ne? Vollnoob. Ach, du bist gestorben? Nein, ich war gerade müde und hab den Boden umarmt. Der ist aber auch extrem schön. Ja, super. Wenn es laggt, kann man nicht so viel machen. Klar, es laggt immer nur bei mir. Es liegt nicht daran, an mir irgendwie. Es laggt. So, jetzt aber. Alter, zwei Profis vom Dienst hier, ich sag's dir. Gut, die Quest kannst du schon mal. Der andere kannst du schon mal annehmen. Ei. Ja, jetzt habe ich auch Seidenblätter, Büsche. Ja, dann kannst du die nochmal eben sammeln. Ich habe gar keine Fragezeichen gekriegt. Wahrscheinlich, weil du die gerade Lauf gesammelt hast. Ja, das kann gut sein. Dann müssen wir gleich nochmal die. Mal auf die Map. Johuaks Versteck ist hier. Obsidian-Sucher? 8,25. Okay. Anklicken, um das Versteck zu untersuchen. Was passiert denn dann? Frucht Ataris nicht genommen. Ein böser Fluch der Toltag schirmt sie ab. Das ist schlecht. Mhm. Und diese bösen Fluche. Fluche? Fluche, Flüche. Du weißt, was ich meine. Ja. Naja, dann schauen wir mal, wie wir den Fluch besiegen können. Und wann tun wir das? In der nächsten Folge. Ganz genau. Und Juhu. Entschuldigung, dass es so geleckt hat. Dafür kann keiner was. Bis dann. Ja, da entschuldige ich mich auch. Tschüss. Tschüss.